Natürlich geht es bei diesen Videos wirklich darum, dass die Physik, die ja kein einfaches Fach ist, auf eine angenehme Art weitergegeben wird, dass das Wissen der Physik, das ja eigentlich die Grundlage des Verständnisses für die Natur und für die Technik ist, dass dieses Wissen auf eine einigermaßen angenehme Art dann Verbreitung findet. Insofern ist der Wissenstransfer für mich ein Bedürfnis. Wie gesagt, in dem Sinn kein Auftrag, ich mache es einfach gern. Ich weiß, dass meine Erklärungen normalerweise gut ankommen und der Erfolg dieser Videos mit diesem Wissenstransfer zeigt sich dann oft auch, wenn ich Rückmeldungen bekomme, dass sie eine Prüfung bestanden haben oder dass sie meine Skripte gekauft haben, diese Skripte ihnen geholfen haben. Also dieses Hin und Her, das Geben und Nehmen und dann die Rückmeldungen, das zeigt mir, dass dieser Wissenstransfer ein Bedürfnis ist. Die Videos sind ja eigentlich in dem Sinn anders als ein Buch. Man könnte ja sagen, warum schreibt er kein Buch? Aber bei diesen Videos geht man ja danach mit der Sprache um. Man hat nicht nur das Geschriebene. Man kann auch die Geschwindigkeit, mit der man etwas entwickelt, anpassen an die typische Aufnahmekapazität und Geschwindigkeit der Betrachter, sodass dann die Videos in meinem Verständnis für viele Leute besser angepasst sind für den Wissenstransfer als einfach ein Buch mit geschriebenem Text, was etwas sehr eigentlich Abstraktes ist, wenn man zuerst das Wissen hat, das dann umsetzt auf einen Text, den dann schreibt und dann muss der Leser das lesen, er muss es verstehen, gleich verstehen, wie der das geschrieben hat. Beim Video ist alles viel direkter. Also wir haben praktisch ein Gespräch, wir haben fast wie eine Nachhilfestunde und das ist für mich eigentlich die ideale Situation für den Wissenstransfer. Dieser Wissenstransfer wird immer mehr auch den normalen traditionellen Unterricht ergänzen. Es ist ein guter Mix, wenn man den normalen Unterricht noch hat, dann auch den Unterricht, wo man Kleingruppen begleitet als Dozent, wo man dann herumgeht und Übungen zum Beispiel versucht mitzulösen, Praktika macht. Aber dann sollte meiner Meinung nach ein Teil des Unterrichts auch in Form von Videos vorliegen, die man dann alternativ oder gemeinsam mit dem normalen Unterricht nochmals zur Repetition oder zur Vorbereitung des Stoffes nutzen kann. Wenn man ein Fernstudium wählt, dann sind solche Videos natürlich ideal. Dann hat man einen großen Teil des Vorlesungserlebnisses dann einfach zu Hause. Ich selbst schaue mir auch oft so Videos an von Leuten an berühmten Universitäten. Die sind also ja gratis zur Verfügung von Yale, von Stanford und so weiter. Für mich ist es auch eine Ergänzung, eine Motivation zu sehen, wie das andere Leute machen. Aber ich glaube nicht und ich hoffe eigentlich auch nicht, dass das mal die Lehrperson ersetzen wird. Das sollte nicht so sein. Aber die Rolle der Lehrperson wird ein bisschen mehr weg von der Wandtafel vorne, vielleicht mehr so in den Klassenverband wechseln, wo dann das Begleiten des Lernprozesses wichtiger ist, als nur einfach das Erzählen, wie es ist. Das Begleiten, das Mithelfen bei Fragen, das ist das Wichtige dann vermutlich in Zukunft und die Videos ergänzen dann diesen Vorgang.